Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Unsere Forscher haben inzwischen mehr über die Kinder von Ildar hier herausgefunden. Wir wissen ja, sie sind fanatisch spiritualistisch und nun lässt sich auch entschlüsseln, in welche Richtung ihr Glaube geht. Also die Rasse ist eine Humanoide, nämlich die Faren. So, und was hat das jetzt mit diesem Faren auf sich? Folgendes. Die Faren sind eine humanoide Rasse, die ihren Ursprung auf dem eisigen Planeten Kaisan findet. Schauen wir uns das hier kurz an. Das ist er, dieser Planet. Kaisan. Dort leben sie noch immer. Vor ca. 70.000 Jahren entstanden die ersten großen Siedlungen um einen Megavulkan in der Nähe des Äquators. Seiner Wärme war es zu verdanken, dass sich die Faren von Jägern und Sammlern zu Landwirten entwickelten. Mit der Zeit etablierte sich ein religiöser Kult um den Vulkan. Sie tauften den Vulkan auf Yldar. Oh, was sehen wir hier noch als Planetenspezifikum? Sie haben Luxusgüter verteilt und Wachstum gefördert. Okay, das ist nichts Besonderes. Dank Yldar explodierte das Bevölkerungswachstum regelrecht. Innerhalb von nur 10.000 Jahren bevölkerten sie beinahe den gesamten Planeten. Doch die Nabelschnur Kaisan war noch immer das Becken von Yldar, wo beinahe die gesamte Bevölkerung versorgt wurde. Immer mehr Farener wandten sich von Yldar ab und suchten eine Antwort auf ihre seelischen Fragen in der Kultur und Forschung. Doch als der Kult um Yldar beinahe in Vergessenheit geriet, ereignete sich eine gewaltige tektonische Verschiebung, die den Megavulkan zum Erlöschen brachte. Die Faren waren auf so ein Ereignis nicht vorbereitet. Die Kälte eroberte das Becken von Yldar zurück. An eine landwirtschaftliche Nutzung war nicht mehr zu denken. Innerhalb von kurzer Zeit starben 90% der Planetenbevölkerung. Die restlichen Faren in ihrer Verzweiflung scharten sich um einen fanatischen Orden. Gehen wir nochmal zurück. Sehen wir sie ein bisschen größer. Die Hohepriester rieten der armen Bevölkerung, ihre eigenen Mitmenschen zu verzehren, und die wertvollen Lebensmittel, die sie natürlich für sich selber abzweigten, Yldar zu opfern, um ihn aus dem großen Schlaf wiederzuerwecken. Ihr Plan sollte von Erfolg gekrönt sein. Einige Jahrzehnte später fing Yldar wieder an, aktiv zu werden. Der große Schlaf suchte die Faren in ihrer Geschichte noch viermal auf. Jedes Mal wurde ihr Glaube noch fanatischer. So seht da, was Yldar bringt. Nur er gibt uns Kälte und Wärme zugleich. Nur sein Pfad bringt uns der Offenbarung näher. Selbst in der jetzigen hochtechnologisierten Welt der Faren gilt das Wort Yldars als Gesetz. Ein heiliges Tribunal, dem der Vollstrecker vorsitzt, sorgt für dessen Einhaltung. Okay, also ihr Kult geht nicht zurück auf einen Lichtstrahl, der alles gut gemacht hat, sondern einen Vulkan, der alles gut gemacht hat, möglicherweise. Ja, dadurch erklären sich vielleicht jetzt einige Eigenschaften noch ein bisschen besser. Savannenanpassung, agrarisch, fleißig, schnelle Fortpflanzung, nicht anpassungsfähig und abstoßend. Die physische Erscheinung ist unangenehm. Gut, also, das sind die Faren. Ein kleiner Nachtrag. So, jetzt weiter hier bei uns und was ich noch getan habe, achso, ich habe die Fraktionen mal umbenannt bzw. in deutsche Bezeichnung hier umgewandelt. Schauen wir uns die vielleicht noch mal ein bisschen genauer an. Wir haben die Bürgerrechtsbewegung, so habe ich sie jetzt genannt, unter Koordinatorin Cordelia Wade. Deren Forderungen sind alle erfüllt. Das ist insofern ganz nett. 10 Zustimmung bei uns. Die mit den meisten Zustimmungen hat derzeit das Terranische Wohlstandsnetzwerk unter Wissenschaftler Tom Gibson. Und die sind nicht ganz so zufrieden, denn sie wollen eine bessere Liquidität, also 5000 Energie haben. Und genau, Verteidigungshaltung sorgt für Zustimmung. Ach so, wir sind aber nicht beschränkt. Genau, sie wollen eine Beschränkung auf Verteidigungshaltung. Und weil das nicht so ist, minus 10%. Das zu dem Wohlstandsnetzwerk. Und zu guter Letzt haben wir das Komitee für Glauben und Werte unter Andreas Wagner. Die möchten nicht, dass wir irgendwie Roboter haben. Sie möchten, dass wir Verstand über Materie nutzen als Aufstiegsvorteil. Und sie möchten mindestens 25% unserer Bevölkerung spiritualistisch sehen. Aber ich verstehe nicht, warum sie das unzufrieden macht, denn eigentlich haben wir 30% Spiritualisten. Bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist.
Ah, okay. Da steht aber hier, 19% unserer Bewohner haben sich aktuell dieser Gesinnung geöffnet. Das heißt, der Wert sinkt, so wie es aussieht. Und vermutlich ist das der entscheidende Punkt. Also, ich will wirklich daran glauben. Ah ja, alles klar. Gut, also das zu den Fraktionen. So, dann habe ich gesehen, wir hatten dieses, oder ich hatte die Explorer ja hier hingeschickt, aber ich habe gesehen, dass ich ja dieses System übersprungen habe. Das müssen wir auch noch erkunden. Und insofern, lasst uns ein bisschen weitermachen. Als System nächstes Survey. bin ich gespannt, genau, auf dieses Spezialprojekt. Also, Victoria Reeves, unsere neue Wissenschaftsoffizierin, die für die Umsiedlung der Gaswesen zuständig war, hat die Beaufsichtigung der Umsiedlung der Datnak zu ihrer neuen Heimat beendet. Können wir da kurz hinspringen? Nee, das ist noch was anderes. Genau. Die gasförmigen Wesen wurden mit einem Konvoi ziviler Frachter ausgerüstet mit gewaltigen Druckgastanks durch den Weltraum transportiert und dann in der Atmosphäre des Gasriesen freigesetzt. Auch ihr uralter Sender und die Scanner-Matrix wurden mitbefördert. Und wir haben auf Alcor 2 dadurch plus 5 Forschung. Oh, und wir bekommen noch eine Nachricht von den Gaswesen. Wir stehen für immer in eurer Schuld. Dieser Planet hat unsere Erwartungen übertroffen. Zum ersten Mal seit Generationen können sich unsere Jungen in der oberen Atmosphäre herumtollen, ohne zu glühen anzufangen. Wir haben beschlossen, unsere neue Heimat nach eurer Spezies zu benennen: Baldarak. Zukünftige Datnak-Generationen werden immer den Namen ihrer Retter kennen. Okay. Ich würde mal sagen, wir stellen das nicht in Frage, sondern sagen einfach viel Glück in eurer neuen Heimat. Nochmals vielen Dank, liebe Freunde. Mögen euch die atmosphärischen Strömungen auf immer in der Luft halten. Ja, sehr schön. Okay, sehr gut. Da können wir hier direkt nochmal eine Forschungsstation bauen. Allerdings sind unsere Konstruktionsschiffe. Warte mal, hier haben ja einige nichts zu tun. Oh ja, ein Hochcrime müssen wir aber erstmal das beenden, würde ich sagen. Hier die Bergbaustation bauen. Dann, was ist mit der Sojourner los? Hat die. Ja? Habe ich hier irgendwie alles abgebrochen? Oder. Ach so, ihr habt das schon erforscht. Naja, dann erkundet man weiter dieses System. Ja, und das hinterher. Und ihr seid auch durch, logischerweise. Ihr habt ja die Umsiedlung verfolgt. Ich würde mal sagen, die Explorer geht hier lang und ihr macht euch dann an diese Systeme. So, und wenn wir ein Konstruktionsschiff irgendwann mal frei haben, dann schicken wir es dorthin. Alles klar. Hervorragend. Dann habe ich noch eine Sache gesehen, und zwar, dass die noch weiteren Kontakt zu einem unidentifizierten Reich haben. Und auch das sollten wir, glaube ich, uns zunutze machen. Wir gucken mal. Wir sehen minus 4. Da werden wir vermutlich ein bisschen mehr reingeben müssen. Ich will wieder nur einen Einmalbetrag zahlen und 110 ist nötig, um diese Kommunikation zu bekommen. Ich bin gespannt, was hier noch auf uns wartet. Construction complete. Uiuiuiui, gleich direkt 2, wenn ich das richtig sehe. Puh. Das galaktische Mandat von Korall und ja, zweimal das galaktische Mandat. Okay, alles klar. Nee, das. Wie auch immer, das Jorin-Syndikat. Ist es dann noch? So, die melden sich. Ein Verbrechersyndikat. Rücksichtslose Kapitalisten sind das. Ich komme mit Grüßen von Große Xabok Karizak, dem unumstrittenen Herrscher des Jurin-Syndikats. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Na, großartig. Also, autoritär, xenophob und militaristisch. Mögen euch die Geister zu euren Zielen geleiten. Nee, das sagen wir vielleicht nicht, ne? Ah, wir grüßen mal wieder in Frieden. Gut. Auch die schauen wir uns näher nochmal an. Und dann haben wir das galaktische Mandat von Korall. Also das Jorin-Syndikat liegt hier, das von Korall dort. Das heißt, in dem Bereich kämen wir. Und beide Reiche haben aber keine Verknüpfung vermutlich mit uns. Außer hier geht irgendwas hin. Weiß man jetzt noch nicht. So,
Das ist also das galaktische Mandat von Korall. Es sind hegemonische Imperialisten, eine plutokratische Oligarchie. Ich spreche für Hochkommissar Aterall und die wohlhabende Elite des galaktischen Mandats von Korall. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm, aber vielleicht könnten wir trotzdem uneingeschränkten Handel treiben, vorausgesetzt, eure unterlegene Zivilisation kann irgendwas von Wert produzieren. Na gut. Okay. Gut, und jetzt müssten wir eigentlich auch nochmal schauen. Ah, schaut mal, jetzt ist... Nee, ich dachte, in Sitola wäre jetzt die archäologische Stätte, aber das ist die in Achama. Um die kümmern wir uns gleich, aber ich will mir jetzt nochmal die neuen Spezies angucken, beziehungsweise das hier nochmal genau angucken. Also, puh, hier haben wir jetzt einen richtigen fetten Malus. Schon mal gleich von Start weg. Xenophobie macht hier den entscheidenden Punkt. Sie sind aber verfeindet mit dem Reich von Kitur ebenfalls. Okay, und hier haben wir auch einen deutlichen Malus. Auch hier Xenophobie, die hier den Ausschlag gibt. Gut, gucken wir uns die einzelnen Spezies, würde ich sagen, nochmal an. Im Detail, die Jurin sind auch, haben auch eine Savannenanpassung. Schnelle Fortpflanzer, begabt, schnelle Lerner, streitsüchtig und leben nicht so lange. Ganz interessant. Und das sind offenbar die Shiku. Sind das die? Warte mal, das kann doch nicht sein. Wo sind die denn? Die sehen noch ganz anders aus hier. Wie sehe ich jetzt am besten die Spezies, um die es geht? Hier, das sind die Chikabal. Aber wo sind denn die Shiku? Wo haben wir die denn getroffen? Müssen wir gleich mal gucken. Also, wie sind die so drauf? Ozeanisch, fleißig, schnelle Fortpflanzung und streitsüchtig und Abweichler sind das. Mhm. So, wo lebt ihr? Okay, die sind Teil des galaktischen Mandats von Korall. Interessant. Mhm. Gibt sogar relativ viele davon. Auch die sind ozeanisch. Die scheinen dort wohl mitzuleben, könnte ich mir vorstellen. Sie sind agrarisch, sparsam, unterwürfig, sesshaft und nicht anpassungsfähig. Die werden vermutlich von den anderen irgendwie möglicherweise unterjocht oder so. Okay, mit den Fraktionsgeschichten befassen wir uns, würde ich mal sagen, nächstes Mal. Das würde jetzt vielleicht zu viel werden. Wir machen erstmal ein bisschen weiter, damit wir ein bisschen vorankommen hier mit unseren Zielen. Construction complete. Halt, aber wir haben ja hier ein paar Sachen, die wir uns anschauen können und erledigt haben. Du hast dort alles fertig gebaut. Dann würde ich sagen, ja, dann haben wir Unar auf jeden Fall gesichert. Wir haben 25 Einfluss. Das genügt noch nicht. Dann bauen wir erstmal die nächsten Forschungsstationen. So. Das ist erkundet. Da haben wir die Schiffe gebaut. 372. Ja, müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Welche... Oh, wir haben irgendwo eine agrarische... eine archäologische Stätte entdeckt. Wo das denn? Durch wen? Ah, in Firam. Das ist nicht unser Bereich. Dann hilft uns das gar nicht. Und wo noch? Die inneren Echos. Wo haben wir das? Pulkor. Okay, auch das ist Teil des galaktischen Mandats von Korall. Das wurde uns gewissermaßen jetzt komplett einmal aufgedeckt. Nützt uns, wie gesagt, nichts, weil es in unserem Reich sein muss, um das... Oh nein! Temin! Uiuiuiui. Das verändert natürlich jetzt die Situation doch um einiges. Ja, dann müssen wir natürlich... Also dann war der Wunsch des Koordinierungsrats konnte leider nicht erfüllt werden. Uns fehlte der Einfluss. Wir konnten Temin nicht sichern. Dann würde ich sagen, ist natürlich Barnard Star jetzt das unbedingt nächste Ziel. Aber auch dafür brauchen wir natürlich mehr Einfluss. So. Und das Jurin-Syndikat, das schließt uns gegenüber die Grenzen. Das ist schon mal ein deutliches Signal. Und ebenso das galaktische Mandat von Korall. Also die wollen
mit uns, zumindest mit unseren Schiffen, nichts zu tun haben. Da ist das Verhältnis mit dem Reich von Kitur tatsächlich noch das Beste, wie mir scheint, im Moment. Beziehungsweise, das ist ja auch gar nicht so schlecht mit den Kindern von Ildar. Na gut. So. Achso, das war diese Geschichte. Die habe ich hier oben nicht weggeklickt. Dann tue ich das jetzt, damit es mich nicht weiter verwirrt. Tja, wir bauen ja mehr erstmal die Station. Von hier aus können wir relativ schnell nach Banatstar. Das ist natürlich bitter. Damals ist gewissermaßen auch Sirius mehr oder minder in ihrer Hand. Also wir könnten natürlich da reinfliegen und es für uns besetzen, aber das ist dann so eine schwierige Exklavensituation. Ich denke nicht, dass das eine gute Entscheidung wäre. Also lasse ich es mal lieber. Allerdings, Banatstar sollte unbedingt unser sein. Aber ich denke nicht, dass sie so viel Einfluss haben, dass sie sofort gleich wieder sich ausdehnen können. Das hoffe ich zumindest. So, was haben wir hier? Wir haben ein ausstehendes Ereignis. Das nächste. Hier bei den neuen Ruinen, die wir hier gefunden haben. Also, in den Ruinen, die wir auf R66937 ausgegraben haben, wurden alte, teilweise übersetzte Aufzeichnungen gefunden. Hortensia Aguera berichtet, dass die Aufzeichnungen mehrere technische Spezifikationen enthalten, die für unsere Wissenschaftler von Wert sein könnten. Diesmal bekommen wir einen deutlichen Schub in der Physikforschung. Sehr schön. Und damit geht es weiter ins nächste Kapitel. Construction complete. So, was haben wir hier? Das ist nochmal wichtig. Also, das Mandat von Korall, das hat die Njorin zum Rivalen erklärt. Okay. Die sind sich also auch nicht Freund. Interessant. Durchaus nicht so schlecht für uns. Und Tom Gibson hat hier auf Arus 3 etwas Merkwürdiges entdeckt. Irgendetwas bewegt sich auf Arus 3 mit so etwas wie bewusster Absicht. Okay, das ist eine einfache Sache. Werden wir auf jeden Fall schnell erforschen. So, hier das Konstruktionsschiff hat im Moment nichts zu tun. Die Frage ist, wir sind erst bei 47. Ich würde mal sagen, du baust jetzt weiter erstmal an die Bergbaustation. Im Zweifel schicken wir das andere Konstruktionsschiff aus Hokrai dort nach Banatstar, dass wir da sofort da sind. So, es gibt neue Rivalitäten. Also, das Mandat von Korall hat auch nun Kitur zum Rivalen erklärt und das Jurin-Syndikat hat das Mandat von Korall zum Rivalen erklärt. Okay, die sind insofern erstmal jetzt alle miteinander rivalisiert. Fast alle. Gott sei Dank liegt unser Nachbar als Puffer zwischen uns und diesen beiden neuen Reichen dort. Wir haben eine nicht fühlende Spezies gefunden, die ISS Explorer im Orbit des Planeten der ISS Explorer im Orbit des Planeten zufolge ist eine einheimische Spezies auf Arus 3 zumindest teilweise gelungen, den Planeten zu beherrschen. Wissenschaftsoffizier Tom Gibson schlägt vor, dass wir ihre Entwicklung genau beobachten und ihnen nach Möglichkeit vielleicht sogar helfen sollten. Okay, das heißt, trostlos, schwaches Magnetfeld, sehr schwieriges Umfeld, das Ganze. So, die nächsten Erkundungen sind erledigt. Die Explorer schicken wir nun endgültig weiter hierhin. So, wir sind bei 65. Ich würde mal sagen, damit wir jetzt überhaupt kein Risiko eingehen, werde ich jetzt tatsächlich die mal hierhin bewegen. Damit wir dann sofort Banatstar für uns beanspruchen können. Ah, sofort ist gut. Wir haben jetzt schon die 74 erreicht. Ja, es ist so gut wie sofort. Okay, die Kitur
haben mit den Jurin ein Nichtangriffsversprechen abgeschlossen. Alles klar. Und wir haben die 78 und können dann dementsprechend gleich die Sternbasis bauen. Ich hoffe, niemand kommt uns hier auf die Schnelle noch in dieser letzten Sekunde zuvor. Das wäre wirklich fatal. So, die nächste Technologie ist unsere Ingenieurforschung von Forschern plus 20%. Durch fortschrittliche Instrumentierung ermöglicht das Studium und die praktische Anwendung physischer Systeme auf nanometrischen Maßstäben. Wir können die Baugeschwindigkeit auf Planeten erhöhen, das ist aber eigentlich nicht unser großes Thema. Mineralverarbeitungsanlage. Produktionsziele als neuer. Das ist schon nicht schlecht. Plus 30 Mineralien ist eigentlich auch nicht so großartig unser Thema. Ich würde mal sagen, wir investieren mal in neue Geschütze. Wird Zeit, dass wir auch offensiv mal was tun. Okay, eine neue Anomalie von Victoria Reeves diesmal. Diese allerdings schwer und sie ist noch nicht zu erfahren. Optische Sensoren haben auf der Oberfläche von ADA 1, da befinden wir uns gerade, eine Anhäufung von Formen isoliert, bei denen es sich um Gebäude handeln könnte. Das werden wir vorerst sein lassen, später nachholen. So, Konstruktionsschiff müsste eigentlich jetzt mal langsam in Barnardstar angekommen sein. Okay, was haben wir hier? Victoria Reeves hat Stufe 2 erreicht. Sehr, sehr gut. Okay, es ist da und es wird gleich anfangen zu bauen. Insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass das System, ja, wir sind die Ersten, die bauen. Das System sollte eigentlich für uns sicher sein. Okay, damit haben wir eine ganz merkwürdige Grenze. Da haben wir was entdeckt, eine neue archäologische Stätte, die wir aber nicht nutzen können, weil das nicht unser Gebiet sein wird. Und jetzt hier anfangen zu siedeln, das wäre tatsächlich meines Erachtens Wahnsinn und sollte vermieden werden. Gut, liebe Leute, also ganz interessante Entwicklung. Wir warten auf die Fertigstellung hier der kleineren Plattform, dieser kleineren Station in Barnardstar. Und unsere ganze Zukunft liegt dann erstmal hier im Norden und im Osten. Und wir können gespannt sein, was wir dort erforschen werden. Also dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.